Kapitel 20 Vollidiot. Eine bedrückende Stille hat sich über meine kleine Küche gelegt. Paula und ich sitzen am Esstisch. Das heißt, sie sitzt und raucht. Ich sitze einfach nur. Das Einzige, was ich höre, ist das Uhrwerk meiner Küchenuhr. Klack, klack, klack. Sekunden wie Ohrfeigen. Ich starre durch Paula und die Stille hindurch in ein schummriges Nichts. Wenn ich nicht wüsste, dass ich in meiner Küche sitze und meine beste Freundin Paula mir gegenüber, ich würde wetten, ich wäre gar nicht hier. Klack, klack, klack. Ich wünschte, die Sekunden wären Wochen. Da würde sicher viel schneller alles besser werden. Vielleicht kommt Flick ja zurück und scheuert mir noch eine. Doch der ist gegangen und hat seine Männerstimme in Uniform gleich mitgenommen. Geblieben ist ein buntes Paket, an der 300-Euro-Rechnung der Feuerwehr und Paula in einem weißen Top mit Glitzersteinchen. Miami Beach steht drauf. Warum nicht? Klingt ja auch besser als Eisenhüttenstadt. Ich habe nicht die Spur einer Idee, was ich sagen soll. Dann rückt Paula ihren Stuhl zurecht, atmet tief durch und sagt, ist das jetzt so, wie du dir deinen 30. vorgestellt hast? Wie? Frage ich irritiert. Völlig entgeistert starre ich Paula an. Klack, klack, klack. Ich springe auf und schalte mein Handy ein. Endlose Sekunden später vermeldet das Display den 14. Dezember. Das ist mein Geburtstag, da gibt's kein Vertun. Oh, sage ich nur, dem Ereignis reichlich unangemessen. Dann kratze ich mich am Kopf und gucke zu Paula, die mich anschaut, als wäre ich ein Alien, der gerade durch die Dunstabzugshaube in die Küche gekrochen ist und nun auf dem zerrahen Kochfeld hockt. Nee, oder? Stöhne ich. Doch, sagt Paula, steht auf und umarmt mich. Ich lege das Handy weg und drücke sie ganz fest zurück. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du Bekloppter, flüstert sie mir ins Ohr. Ihre Stimme flattert ganz komisch, während sie das sagt. Auf mein Handy prasseln inzwischen die Kurzmitteilungen ein. Piep, 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 piep. Gedankenfetzen wirbeln, mein Puls rast und was mein Magen macht, ist auch nicht so angenehm. 30, stöhne ich und lasse Paula los, um mich wieder auf meinen Küchenstuhl gleiten zu lassen. 30, nickt Paula und setzt sich ebenfalls. Ich greife nochmal nach meinem Handy und sehe 14 Anrufe in Abwesenheit. Kurzmitteilungen habe ich über 20. Ich klicke in eine von Lala. Soll ich sauber machen morgen? Gehst du nicht ans Telefon? Alles Gute zu Geburtstag auch. Lala. Ich stelle mir Lala vor, wie sie eine riesige Geburtstagstorte anhebt, um darunter zu saugen. Paula unterbricht diesen nutzlosen Gedanken. Wir haben uns echt Sorgen gemacht, Simon. Flick und ich und Phil auch. Wir haben schon das Schlimmste vermutet. Dass ich bei Vodafone anfange? Idiot, du weißt schon. Dass ich mich von der Bahn werfe? Keine Sorge. Nur weil ich meinen Job los bin, ums Verrecken keine Frau finde und mir das Finanzamt bald den Stuhl unterm Arsch wegpfändet, nehme ich mir doch nicht gleich das Leben. Gut. Ich zünde mir eine Zigarette an und nehme einen tiefen Zug. Was sollte denn eigentlich diese keine Überraschung-Kurzmitteilung? Flick und Phil haben sich auch gewundert. Das war eine Warnung, sage ich. Natürlich, nickt Paula verständnisvoll. Ich bin froh, dass wenigstens Paula mich noch versteht. Ich will aufstehen, doch irgendwie fühle ich mich schwach und energielos, so wie die beknackten Hasen in dem 80er-Jahre-Duracell-Spot, die auf den letzten Metern schlapp machen, weil sie sich irgendeine scheiß Batterie in den Bauch haben klemmen lassen. Mit meiner linken Hand streife ich über meinen Bauch. Vielleicht habe ich ja auch so eine Scheißbatterie. Dann fällt mir mein Geburtstag wieder ein. 30, sage ich. Jetzt komm, es gibt Schlimmeres, versucht Paula zu trösten. Ach ja, was denn? Na, 40. Ich lach mich tot. Ein Luftzug geht durch die Küche und die Wohnungstür schlägt gegen die Wand. Wie in Zeitlupe stehe ich auf, um sie zu schließen. Ich fühle mich immer noch matt. Kann mir nicht irgendjemand so eine Duracell in den Bauch klemmen? Die Tür lässt sich nicht schließen, weil das Schloss herausgebrochen wurde.
Weltklasse. Ich drücke sie zu, soweit es geht, und werfe ein paar von meinen schweren Schuhen davor, damit sie nicht wieder aufspringt. Dann gehe ich wieder in die Küche und werfe einen prüfenden Blick in den Ofen. Das Schlemmerfilet ist knusprig braun und fertig zum Aufessen. Schade, dass ich gar keinen Hunger mehr habe. Fertig, sage ich monoton, klappe den Ofen auf und ziehe mir meinen gelben Bart Simpson Hitzehandschuh über, um meinen Fertigfisch zu entnehmen. Paula sitzt regungslos auf ihrem Stuhl und beobachtet, was ich mache. Offenbar wirke ich auf sie tatsächlich wie ein Alien. Ein weißer, dünner Alien mit einer scheiß Batterie im Bauch. Wir haben dir ein Geschenk mitgebracht, sagt Paula und hält den bunten Karton hoch. Ich lasse die heiße Aluschale auf meinen Teller gleiten und ziehe den Handschuh aus. Für mich? Ja klar, für dich. Von Flick, Phil und mir. Ihr schenkt mir was? Du hast Geburtstag und wir sind deine Freunde. Und Geburtstag plus Freunde ist gleich Geschenk. Meistens jedenfalls. Das macht Sinn. Also nehme ich das Schuhkartongroße etwas und setze mich. Ich reiße die Verpackung weg und klappe den Deckel auf. Drin liegt ein dünnes weißes Papier, in das irgendein blauer Stoff eingewickelt ist. Der Stoff ist ein Schalke-Trikot. Ich drehe es rum. Unter der Nummer 30 steht statt eines Namens Vollidiot. Das war Flicks Idee. Rechtfertigt sich Paula, und weil ich schaue wie eine Schildkröte vor einer ICE-Trasse, ergänzt sie, ich glaube, er hat es als Friedensangebot gemeint. Danke, sage ich und lege das Trikot weg. Ein wirklich schönes Geschenk ist das. Siehste mal, sagt Paula und tippt mit ihrem Finger gegen meine Schlemmerfiletkruste. Meins, sage ich und ziehe das Essen noch näher zu mir. Dann piekse ich ein paar Löcher in die Kruste, damit der Dampf raus kann. Bin ich denn ein Vollidiot? Frage ich leise. Um ehrlich zu sein, Simon, in der letzten Zeit schon. Echt? Ja. Für eine Weile schwiegen wir. Ich halte das Trikot noch einmal hoch und sehe, dass Flick, Paula und Phil mit einem dicken schwarzen Stift auf der Rückseite unterschrieben haben. Ich schlucke und lege das Trikot so vorsichtig zurück in den Karton, als könne es kaputt gehen. Dann blicke ich zu Paula, die ihre Augen nicht von mir genommen zu haben scheint. Und was soll ich jetzt machen? Frage ich. Hast du einen Paula-Tipp? So einen, der funktioniert. Ich meine, irgendwie bin ich ja, also, am Arsch? Ja, genau, am Arsch. Das sehe ich auch so. Na dann, was nun? Ich erhebe mich und gehe zum Fenster. Passend zu meiner Stimmung hat mir die Grafikabteilung von Gott den Hinterhofhimmel in ein tristes Grau eingefärbt. Auf einem Balkon, gute 50 Meter entfernt, steht ein Arzt in einem weißen Kittel und raucht. Vielleicht sieht er mich ja, wenn ich winke, und verschreibt mir einen Eimer Antidepressiva? Ich drehe mich wieder um zu Paula. Was soll ich machen? Sei einfach mal eine Weile kein Vollidiot. Oh, das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Siehste, jetzt bist du schon wieder ein Vollidiot. Ja, entschuldige. Schon okay. Ich zünde mir noch eine Zigarette an und versuche, möglichst viel Nikotin auf einmal zu inhalieren. Angeblich braucht das Gift ja nur ein paar Sekunden von der Lunge ins Hirn, wo es dann seine beruhigende Wirkung entfaltet. Ich warte, doch es geschieht nichts. Wie geht das denn, dieses Nicht-Vollidiot-Sein? Keine Ahnung. Was meinst du denn, wie es geht? Die Welt umarmen, die Menschen lieben, immer lächeln? Vollidiot. Täglich beten, viel Obst essen und keine Zigarettenstummel auf Kinderspielplätze werfen. Simon, auch Vollidiot. Ich zucke mit den Schultern. Dann weiß ich's nicht. Sag's mir. Es würde zum Beispiel schon mal helfen, wenn du mal eine Sekunde am Tag nicht nur an dich denkst. Soll ich dir mein Peugeot leihen? Du weißt, was ich meine. Ja, sage ich ruhig. Vermutlich weiß ich, was du meinst. Ich schaue nochmal zum Balkon mit dem Arzt. Er ist weg. Was hast du denn gemacht die ganze Zeit? Will Paula wissen. Passanten gezählt und die Wohnung ausgemessen. Zumindest hauptsächlich. Schweigen. Aber du weißt doch, wie groß sie ist. In Quadratmetern schon,
habe nicht den Fuß. Oh. Wir schauen uns schweigend an. Hast du heute schon was vor, Simon? Ich schüttle meinen Kopf. Wir würden heute gerne was mit dir unternehmen. Mit mir? Ja, mit dir. Oder willst du an so einem wichtigen Geburtstag Passanten zählen? Eigentlich nicht. Paula steht auf und nimmt ihre Jacke vom Stuhl. Also, hast du eine Idee für deinen großen Abend? Irish Pub oder so? Ich bin verwirrt. Das geht mir denn doch alles zu schnell. So viel Information in so kurzer Zeit. Feuerwehr, Geburtstag, Vollidiot. Und dann wollen auch noch Leute mit mir feiern. Papp ist doof, sage ich. Wo dann? Ich rufe dich an und sag Bescheid. Okay, sagt Paula und geht ein paar Schritte zu dem, was einmal eine Tür war. Und wir fänden es alle ganz gut, wenn du ausnahmsweise mal auftauchst, wenn wir uns wegen dir treffen. Ich hab's kapiert. Und du? Wohin gehst du? Auf die Arbeit. Sagst du mir Bescheid, wo wir uns treffen? Ich sag Bescheid, sage ich. Gut. Und Simon, das wird schon alles wieder. Danke fürs Geschenk. Ich schiebe die Tür auf, Paula drückt mich noch einmal ganz fest und dann ist sie weg. Das ist der Punkt, an dem ich beschließe, meinen Geburtstag zu feiern.